Phil, herzlich willkommen hier. Ja, wieso bist du hier? Sag mal. Ich habe ein Problem mit deinem Auto. Ich habe auch ein Problem. Ich kriege den nicht gestartet, Phil. Ich war ja nicht da. Ja. Freitag. Ja. Samstag komme ich hin, der stand hier. Habe ich gesagt, komm, ich starte ihn. Ich habe ihn gestartet. Ja. Lief, bisschen auf Gas gehalten. Und dann wollte ich ihn einmal umparken. Ging nicht, ist er ausgegangen. Ich dachte, komm. Ne? Dann war ich Montag, also war ich wieder bei. Ja. Habe ihn hergebracht. Das Ding juckelt nur. Nee. Sprit stinkt wie Sau, aber er juckelt nur, ne? Ja, ja. Und dann habe ich natürlich hier deinen Dreier natürlich viel verfolgt, ne? Also unglaublich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du damit fahren kannst. Wirklich? Nein, Alter, das Ding war ja totgeschraubt. Ja. Du hast ja wirklich alles zerlegt, gemacht, getan. Das muss man durchziehen. Alter, aber ganz ehrlich, Phil, eins muss ich sagen, Respekt, wenn du was anfährst, dann sagst du auch immer, komm, ich mach das nicht fertig, oder? Ja. Und was hat er an Leistung? Serie aktuell, 306 hat er, glaube ich. Geht, oder nicht, bei der Karre, oder? Der läuft doch mit 306 PS. Ja, willst du mal hören? Ja, komm. Auch die Innenausstattung, schick. Ja. Hätte ich ja gar nicht gedacht, Alter, wirklich. Hammer, der Motorlauf. Hammer, also super Motorlauf. Ja. Ja, geil. Warum? Auch die Felgen, die matchen ja richtig gut drauf. Ja, die waren schon drauf. Ich habe optisch gar nichts verändert. Ich hab das ja gesehen, wie du das Ding da rausgeholt hast und so. Aber wirklich auch einer der günstigsten jetzt, wo du sagst, hier im Netz 10K. Gewesen. Hast du ihn gekauft? Nee, 5,5 habe ich ihn gekauft. Der kostet dich 10K. 10K, so wie er hier steht. Aber was ist er wert, sowas? Schreibt es in die Kommentare, weißt du nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann schwer sagen, was so ein Auto wert ist. Ich weiß es nicht. Motor läuft richtig schön, muss ich sagen. Ist krass, oder? Super, toller Motorlauf. Cool. Toller Motorlauf. Du weißt ja, die haben viel Probleme mit den Injektoren, die Dinger habe ich sehr oft gehabt. Ja. Und dieses Klackern ist typisch BMW. Hast du vielleicht gedacht, wieso läuft das so? Aber das ist so. Nee, direkt ein Spritzer, ist so. Hört sich eklig an. Aber guck mal, wie ruhig der läuft. Ich höre dir, unglaublich. Auch hier vom Ölmüll. Also du siehst ja wirklich nichts. Das ist alles erneuert. Den Zieldeckel liegt komplett neu. Ja. Du weißt, die verziehen sich immer. Genau, ja. Ne? Also viele machen die Dichtung neu, aber Etchepatch. Ja. Das bringt nichts. Ich habe auch so eine richtig helle Einfahrt. Kein Tropfen. Unglaublich. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Das ist nichts draußen. Ja. Das bitte auch so bleiben. Richtig schön. Also normalerweise kennen wir andere Autos von dir, ne? Ja. Aber der ist geil. Der ist geil. Ja. So, jetzt gehen wir an dein Golfi-Bike. Ja, komm. So, liebe Freunde, heutiger Sponsor unseres Videos ist Carly. Carly brauche ich doch eigentlich gar nicht vorzustellen, aber ich mache es trotzdem. Ihr kennt das Ding, das ist der OBD-Adapter zum Auslesen, Codieren und. Ich habe dieses Gerät schon seit, Jan, wie lange haben wir das Gerät? Bestimmt 4 Jahre. Wir benutzen das schon echt lange. Also, wir haben natürlich eine Werkstatt, ich habe natürlich einen Laptop und alles da, aber wir sind oft unterwegs, da kommen Fehler rein. Mit dem Adapter bist du wirklich immer dabei, um irgendwelche Fehler zu machen, zu codieren. BMW kann man auch sehr gut codieren. Ganz einfach, Adapter ist da, wir stecken es hier rein. Man muss sagen, auch immer, also gut, wenn du ein Auto kaufst, kannst du einen Gebrauchwagencheck machen, Kilometerstand, alles wird nachgefragt in jedem Steuergerät. Ne? Und Handy hast du eh immer dabei. Genau. Also ganz einfach, Adapter ist drin, Zündung an. Genau. Jetzt, Leute, wir haben sogar einen Spezialfall, das ist nicht mal ein richtiger BMW. Nee. Und trotzdem funktioniert das. Genau, das ist ein Alpina auf jeden Fall. Also die App habe ich mir runtergeladen, ganz einfach, Carly, in die App rein, einfach verbinden. Verbinden. Fahrzeug auswählen, verbinden. Und dann verbindet er das. So, Freunde, einfach rein, Bluetooth. Auto super verbinden. Schnell verbunden und dann hast du hier auch schon die ganzen... Genau, wir machen jetzt nicht schnell mal eine Diagnose. Mal gucken, was das Auto hat. Eins muss ich sagen, die Batterie war mal leer. Wir hoffen auf viele Fehler. Diagnose durchführen. Also, die App ist auch selbsterklärend, ne? Eigentlich, die kann jeder verstehen. Da musst du keine Ausbildung als Mechaniker für gemacht haben. Viele haben natürlich die Probleme, die wenig von den Autos Ahnung haben. Die sind unterwegs, eine Lampe leuchtet, die sind geschockt. Oh ja, was ist das, was ist das? Dieser Adapter, finde ich, kann wirklich jeder gebrauchen. Und du machst auch nichts kaputt. Viele haben auch Angst, da reinzugehen, das Auto auszulesen. Nee, ihr macht da wirklich nichts. Und weißt du, was gut ist, wenn da die Fehler sind mit der Smart-Mechanik-Funktion? Da steht ja gleich drin, was du machen kannst, was du nicht machen kannst. Also, alle Systeme wird komplett abgeschnitten. Wir machen eine große Diagnose. Der soll mir jetzt alles mal abchecken, was das Ding hat, ne? Ja, also ich weiß jetzt schon, dass da viele Fehler sind. Der hat jetzt hier schon 5 Fehler, aber... Boah, schauen wir mal, auf was kommen wir? Keine Ahnung, 30? Ja, muss ja. Batterie war ab, also leer. Da kommen natürlich sehr viele Fehler, wenn die Batterie mal schwach ist und so. Wir haben noch nicht gelöscht. Genau, dann musst du die löschen und dann siehst du, was wieder kommt. Also Carly immer zu empfehlen. So. Ja, also sieht doch gut aus hier mit 50 Fehlern drin, ne? Gefundene Probleme 16. Ergebnisse. Guck mal hier.
Du kannst da ja anschauen. Oha, oha, Zentralgetteweight, Dynamisch, Stabilität. Alter, das sind aber, muss man jetzt auch sagen, Fehler, die wirklich durch die Batterie gekommen ist. Ne? Wir haben 50 Fehler drin. Telefon, ach, ja, Telematik, Anhängerkupplung. Okay, ein paar Fehler hat er nicht. Wir löschen mal einfach. Mal ganz einfach erstmal mal weglöschen. Gucken, was übrig bleibt. Und der sagt euch auch, prüft das in 2 bis 3 Tagen nochmal, was zurückkommt. Ne? Also genau, alles einfach, selbsterklärend. Genau, einmal komplett alles löschen und dann vielleicht mal irgendwie einen Tag später nochmal gucken, was übrig bleibt. Genau. Ja, so Diagnosefehler hast du gelöscht. Genau, ich habe alle weggelöscht. Ja, klar, ne, jetzt habe ich nicht gestartet, dass da keine Fehler reinkommen. Ne, dann gehen wir nochmal zurück. So, da können wir nochmal gucken, die anderen Funktionen. Was haben wir denn alles hier drin? Unglaublich. Ja. Also, wir haben die Live-Motordaten. Das heißt, ihr könnt Drehzahl, ihr könnt die Abgaswerte. Parameter, allgemein alle Parameter könnt ihr hier mal durchgucken. So, Gebrauchtwagencheck kennt ja auch jeder. Ihr kauft ein Auto, ihr wisst nicht Kilometer und. Ja. Auch richtig vorteilhaft, da brauchst du nicht hier irgendwie das Ding für BMW fahren und irgendwie für ein paar hundert Euro das Ding durchchecken. Lass ihr hier ganz einfach einen Knopfdruck. Ja, genau. Und du sparst ja auch Geld dafür. Auf jeden Fall. Ne? So, dann haben wir noch mal hier die Digitalgarage. Genau, da kannst du alle deine Autos einführen, was du hast. Ne? Also, finde ich super. Und da ist auch alles gespeichert, was du kodiert hast, etc. Und wir können auch vieles kodieren mit dem Auto, muss ich jetzt sagen. Also, mit dem Teil kann man so viel Sachen machen. Also, kodieren können wir auch reingehen, aber es gibt nur in den bestimmten Modellen. BMW ist ja natürlich verfügbar. Ja, genau. Wir sind in einem BMW. Wenn du Lust auf US-Standlicht hast oder diese anderen Blinker, ihr kennt es alle, Leute. Also, liebe Freunde, da sage ich nur, ich empfehle das wirklich jedem. Ne? Es ist kindereinfach, ihr könnt das selber benutzen. Das kostet auch nicht viel Geld. Ich glaube, ein Jahresabo, musst ja mal in meinen Link gucken, so teuer ist es gar nicht. Genau. Und, Alter. Wirklich, Kinderkram. Genau. Da kann das wirklich jeder benutzen. Und ich denke mal, ihr spart eine Menge Geld mit Werkstätten. Wir sind eine Kfz-Werkstatt und wir benutzen das auch. Aber jetzt nicht in der Werkstatt direkt. Aber wenn wir unterwegs sind, auf jeden Fall. Ne? Hundertprozentig. Also, Link unten mit MT-Gas. 15% kriegt ihr nochmal auf den Kali-Adapter. Finde ich geil. Wow. Also, in meiner Infobox ist die Beschreibung drin. Kann ich jedem empfehlen. Ich als Kfz-Werkstatt hier würde ich sagen, so ein Link muss jeder in der Tasche haben. Ne? Dann sehen wir uns auf jeden Fall. Danke. Du hast es geschafft, dass er wieder läuft. Gerzen. Was war? Gerzen abgesoffen. Ja, komplett abgesoffen, das Ding. Wir haben jetzt ein bisschen rumgespielt, nochmal mit Unterdruck. Haben hier einen Schlauch entfernt und dicht gemacht. Und siehe da, er hat endlich sein Leerlauf gefunden. Wow. Du weißt, du hast gesagt, Mama, guck mal einmal. Ich habe ihn nicht zum Laufen bekommen. Du hast aber gesagt, komm, ich komm. Du kennst den Modo natürlich, muss ich jetzt sagen. Also, du hast da so viel rumgemacht. Genau, was, ne? Geht halt viel schneller. Wenn du und du warst so geizig, dass ich meine Zeit da verschwende. Ja, Spaß, alles gut, alles gut. Er läuft, aber ich möchte natürlich mit dir mal eine harte Probefahrt hinter mir machen, weil, Digi, ich muss damit fahren. Ja. Ich muss damit, ja, wir haben ja ein paar Eintragungen machen. Nein, ist alles eingetragen, nee, ne? Alles gut. Aber mein TÜV ist so 15 Kilometer entfernt. Ich habe Angst, dass er kaputt geht. Ja, also, ich sag zu Phil, wir lassen ihn warm laufen, Schild darauf und dann soll Phil mal geben. Wenn er kaputt geht, geht er bei Phil kaputt. So, Bobby. Guck dir das mal an hier. Ja, geil, Alter. Ey, Phil, Digga, ne? Alter, wirklich hier. Also hier, 2 Komponentenkleber hier. Die Ölwanne ist gerissen. Die Ölwanne war gerissen. Ja, und deswegen, die hatten keinen Bock, die Achse abzubauen, deswegen haben die es einfach so gemacht. Aber die Frage ist. Aber nee, wir nehmen über einen Ölsensor raus. Hier kann ich Öl. Ja, weil tut mir leid, ich muss Bobi jetzt mal fragen, ob ich die Ölwanne umbaue. Aber dafür muss ich Achse abhängen. Ja. Das ist eine komplette Tropfsteinhöhle, was ist denn da los? Nee, der Turbo leckt wie Sau. Hier. Weißt du, was ich glaube, Digga? Das ist nicht sein AGR. Guck dir das mal an da oben. Turbo leckt auf die Alter. Milchmaschine. Und er war in der Nachbarwerkstatt und die haben ihm gesagt, das Auto ist geil. Ja, voll geil. Brutal, oder? Letzte Fahrt, ich weiß nicht. Wir fahren jetzt eine Runde, Digi. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. Wenn er liegen bleibt, Feuerlöscher, nimmst du? Hab ich mit. Digi, ja, wir probieren. Ja, Fahrt haben wir gut umgestanden. Auto ist wieder heile hier. Läuft gut. Ne? Du bist jetzt gut, auch gefahren. Können wir auf Phil seinen Kanal sehen. Ja, er hat ihm ein bisschen gegeben, war aber auch nicht jetzt voll gegeben. Also war entspannt, also voll. Langsam, ne? Langsam, ne? Wir haben hier, wie viel? 450 PS? Wir haben hier 60 PS, Bruder. Also 60 PS, aber komm. Ja, ja. Golf 3 kann man so fahren? Ja, auf jeden Fall. Kann man fahren, auf jeden Fall. Und du weißt ja, was Schönes drin. So, ich habe jetzt die Fußmatten natürlich die alten reingemacht, damit da Dings ist, weißt du? Hä? Hey. Aber komm, die Sitze sind ein Traum. Krank. Und so schön hinten noch. Hast du auch? Ja, komplett habe ich so bekommen. Gut, ja. Richtig schick, ne? Richtig geil. Und das gibt dem Auto nochmal so, wie soll ich das sagen? Also wirklich edel. Ja. Riechst du das, wenn du den aufmachst? Der riecht auch wie die Türkei. Ach, hör auf. Wirklich. Da hast du meinen geilen Himmel gesehen. Guck mal. Alter. Danke nochmal. Hallo.
Nee, achso, ja doch, Zalo hatte ich später bezahlt. Hey, erstmal alles so. Ich sag, ich mache ja so eine Kostenabrechnung. Ich sag, Himmel, 100 Euro. Nein, den hast du nicht bezahlt. Leider ja. Aber Zalo wollte ihn zahlen. Nächsten Tag sehe ich 100 Euro Zalo. Hat er mir PayPal geschickt, ne? Ja, wir drehen eine Runde und dann zeigt er mal eine Anlage drin. Ja, zeig's mal. Dann zeigst du mal den Unterschied zwischen dein und mein an Leistung. Also ich muss jetzt schon mal sagen. Den Sitz muss ich mal. Aber es ist voll bequem, die Sitze. Ja, die automatische Antenne. Das wollte ich unbedingt haben, Phil. Das war für mich so. So, jetzt guck mal die Ambiente an, Digga. Krank. Das ist einfach krank. Das ist brutal, oder nicht? So, die Ambiente. Alles viel wertiger nochmal an. Du denkst, du sitzt in so einem neuen Auto. Ja, ne? Es ist das ist 2020er Modell. Wie geht der Sitz? Ja, genau. Nicht elektrisch, manuell. Ne? Ja, schiebi. Ja, doch. Klar, die Leistung jetzt sitzt hier drin, aber Komfort, Phil. Schaltwippen. Ja, die gehen. Ist ja geil, wenn du damit Musik lauter leiser machen könntest. Ja, könnte ich leider nicht, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Ah, da bin ich schon verbunden. Okay, jetzt wollen wir auch mal hier die schöne Anlage gleich präsentieren. Oh, dann wollen wir erstmal hier GEMA wegmachen. GEMA. So, komm raus. Ja, ich sehe hier. Kommt nichts. So, hier ist gut. Ja, Foto. Komm, gib ihn, Digga, weil wir haben hier richtig Power in dem Auto. Ja, pass auf aber den. Ey, ist okay. Ja, fein mal, der fährt nicht schlecht, wirklich. Also, ich bin 10.000 Kilometer gefahren mit dem Auto. Muss man mal den Sitz einhaken. Das nimmt man ihm aber auch nicht ab. Das ist richtig. Guck mal, wie bequem und leise. Was ein Unterschied. Es ist wirklich gemütlich, das Auto zu fahren. Richtig geil. Also, doch, ich sehe mich. Ich würde damit auch 10.000 fahren. Ich schwöre dir, also er fährt nicht schlecht. Er fährt 170. Was willst du mehr? Ja. Also, ich kann nur sagen, reicht. Ja klar, Fünfgang, Digga, das Ding. Ja, wo ist der Fünfte? Ganz normal. Ach, da ist er. Haben ihn gefunden. So, jetzt wollen wir mal hier. So. Kommen wir gleich. So können hier so viele Leute an dem Stehtisch stehen. Biggies Kiosk auf der Skala 10 von 10. Wie man von Lukas holen wir darüber machen. Es ist wirklich so der 90er-Style. Komplett durchgezogen. Richtig geil. Ich komme nicht drauf klar, wie leise es hier drin ist. Es ist richtig und wie wertig und gut. Wie komfortabel, ne? Weil bei dir sind wir auch gefahren. Deiner ist ja wirklich so auf Renntechnik abgestimmt. Ja, aber das ist so. Komplett. Es ist chillig. Ja, ist richtig chillig. Ein richtig geiler Daily. Also Leon hat schon ein Auge geworfen. Leon sagt, Moment, wenn du den verkaufst, bitte gib ihn mir. Und die Anlage, die auch so ein schöner Sound. Guck mal. Zum Cruisen durch die Gegend. Und dann Bobek da hinten, die Schlange hinten hier. Nein, wirklich? Also. Wirklich gut. 100 Euro hast du bezahlt. Eingangs. Ja, aber war tot. Ja. Das war doch der mit dem Unfall und so. Das ist der, wo ich gegen die Tor gefahren bin. Ja. Und jetzt was draus. Und der hat ja nur 118.000 gelaufen. Ja. Mein geilen Golfi jetzt gefahren. Traum. Also man merkt richtig die Wertigkeit. Gerade nochmal bei dem kranken Kontrast, den wir jetzt haben. Unglaublich. Die Wertigkeit von dem Auto, weil es ist OEM Plus. Du sagst, den kann man sogar Daily fahren, ne? Ja, richtig. Hundertprozentig. Und ich bin wirklich auch stolz und toll, deine Meinung. Du bist ja der Golf 3-Papst zurzeit. Das ist komplett geil. Ja, also, danke, Phil. Der bisschen größere Motor. 1.8 Turbo. Ich denke, perfekter Motor, weil der V6 Turbo, das ist zu wild. Das passt mit dem Dings nicht, mit dieser Optik nicht zusammen. Ne? Jetzt ist er halt cooler Cruiser so. Ja. Mit ein bisschen mehr Bums wäre perfekt. Phil, vielen Dank für deinen Besuch. Dann sehen wir uns vielleicht mal nächste Woche, dass wir den endlich mal zum TÜV fahren und heil überstehen. Jetzt, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bye, bye. Ciao. Im Beamer, Benz und Polo fahren wir über Silla Yolo. Ein Türke, ein Deutscher und ein Grieche. Istanbul, Ankara und Amersine. Roadtrip durch 6 Länder reisen. Essen zu günstigen Preisen. Wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell. Wenn wir auch tauchen, Jobgüsel. Neue Felgen sind voll der Shit. Also mach mal besser Platz, sick the git. Mehr wird zum Ritual. Lackierung besser als Original. Der Umbau der Anlage radikal. Sprache der Autos international. Breite Felgen und ein blauer Golf. Streifen durch die Berge wie ein Wolf.
Ein Treffen aus gleichen Interessen, den Roadtrip wird man nicht vergessen. Einer weg, Einsparung des Gewichts, blaue Lackierung kostet einfach nichts. Essen in Türkei war sehr lecker, Leon der Entdecker und Salo der Checker. Fahrt über die Autobahn, ist einfach frei, setz dich hin und trink Adam Jibi Chai. Im Beamer, Benz und Polo fahren wir über Silla Yolo. Ein Türke, ein Deutscher und ein Grieche, Istanbul, Ankara und der Messine. Roadtrip durch 6 Länder reisen, Essen zu günstigen Preisen. Wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell, wenn wir auch tauchen, Jocuzelle. Neue Felgen sind voll der Shit, also mach mal besser Platz, sick the git. Benzer lackieren und Felgen machen, wie er vorher aussah, kann man drüber lachen. Mehmet sagt, Donomen entspannt, Level der türkische Allmann. S-Klasse wird in grün lackiert, Mehmet fragt, kostenlos abonniert. Hinten Salo, der Grieche aus Society, lässt sich alles schmecken, bring Aioli. Salo macht den 7er lila, in Türkei kein Raki, sondern Tequila. Mehmet macht das schon seit Jahren, 4000 Kilometer hin und zurück fahren. Ab jetzt jedes Jahr Silla Yolo, alle fragen sich, wo ist der Paolo. Beamer, Benz und Polo fahren wir über Silla Yolo. Ein Türke, ein Deutscher und ein Grieche, Istanbul, Ankara und der Messine. Roadtrip durch 6 Länder reisen, Essen zu günstigen Preisen. Wir fahren mit dem Wagen viel zu schnell,